Damit herzlich willkommen zu einem neuen Kanal, einfach Janusz und zum zweiten Vlog von Wien. Viel Spaß. Jo Freunde, was geht? Wir haben jetzt morgen, ich werde jetzt gleich frühstücken gehen. Wir haben 10:15 bis ungefähr noch eine 45 Minuten offen. Bisschen gepennt, noch ein bisschen geschlafen. Muss ja auch nicht immer gleich um Anfang an da sein. Und auf jeden Fall werde ich jetzt noch gleich frühstücken gehen, wie gesagt. Und dann mal schauen, was noch so läuft. Beziehungsweise, also doch eigentlich weiß ich, was läuft. Wir gehen ja ans ACDC-Konzert von dem her. Da werde ich natürlich auch Aufnahmen zeigen. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel aufnehmen können wie letzte Woche, weil wir einerseits Sitzplätze haben und auch andererseits nicht so nahe sitzen, glaube ich. Glaube ich zumindest mal. Deswegen wird es ein bisschen schwer auch vom Winkel her. Ich werde ein bisschen was filmen natürlich. Wahrscheinlich nicht extrem, extrem viel. Aber wenn ihr sehen wollt, wie es war, könnt ihr den Vlog von letzter Woche sehen oder die Aufnahme, die gekommen ist im Nachhinein. Von dem her, wie gesagt, ich werde jetzt frühstücken gehen und dann werde ich mich nachher nochmals melden. Ciao. Jo Leute, was geht? Ich melde mich endlich auch wieder mal. Eigentlich wollte ich mich schon lange melden, aber ich habe mich tatsächlich bis jetzt noch nicht gemeldet. Ich war vorher frühstücken, das ist auch schon ein paar Stunden wieder her. Seitdem bin ich eigentlich immer noch im Hotelzimmer. Frühstück war okay, Auswahl war gut, für jeden was dabei, egal ob Fleischesser oder Veganer oder was weiß ich. War alles gut eigentlich so vom Ding her. Ich habe gesehen, was ich gegessen habe, das war es auch. Und auf jeden Fall werde ich mich jetzt gleich ready machen und dann werde ich mit der Family ans Konzert gehen natürlich. Und ja, dann werde ich nachher alles anziehen und dann denke ich, werde ich dann noch was mich kurz zeigen, wie ich aussehe. Ich bin auf jeden Fall sehr hype. Ein Konzert ist immer cool, vor allem von Legenden. Und ja, wir sehen uns dann gleich nochmals. Jo Freunde, was geht? Ich bin jetzt ready. Ihr seht, ich bin schon komplett ausgerüstet. Ich habe hier noch das Dresden-Shirt an. Ich habe die Hose, die ich vorher und gestern schon an hatte, noch an. Auf jeden Fall das Shirt von Dresden. Ich werde da aber noch einige andere T-Shirts kaufen. Ich fühle ein paar tatsächlich. Auch wenn ich vielleicht nicht der größte Hardcore-Fan bin. Aber es gibt doch ein paar T-Shirts, die cool aussehen und die ich gerne auch anziehen würde. Weil ich habe so oder so nicht so viele Sachen und die fitten eigentlich gut. Auch hier, ihr wisst ja, also hier auch am Hals finde ich die eigentlich okay so. Von der Länge her ein bisschen länger sein vielleicht für mich, aber so okay. Und ja, auf jeden Fall bin ich ready to go. Natürlich werde ich jetzt so nicht durch die ganze Stadt laufen, ich werde das nachher noch wieder ausziehen. Aber ich werde einfach mal euch zeigen, wie ich aussehe. Und dann sehen wir uns sehr wahrscheinlich heute Abend wieder im Hotelzimmer. Ich werde euch dann einen kleinen Bericht noch geben. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel ich natürlich filmen kann. Ich werde versuchen, ein bisschen was zu filmen. Aber ich denke nicht, dass ich extrem, extrem viel filmen werde. Wie gesagt, weil wir ja einerseits sitzen, einerseits nicht so nah an der Bühne sind und andererseits auch, die Empfehlung natürlich da ist. Und ja, ich habe in Dresden schon gemerkt, wie die Empfehlung ein bisschen Abfuck war und das ist jetzt noch weiter entfernt, zumindest. Doch, also eigentlich schon. Von dem her wird es auf jeden Fall speziell, aber trotz allem hoffentlich wird es cool. Okay, also hoffentlich wird es so oder so cool. Und wie gesagt, wir sehen uns dann heute Abend wieder, wenn es wieder heißt, ich melde mich zurück und gebe ein legendäres Feedback. Let's go! Birthday!
Leute, was geht? Ich bin endlich wieder zurück. Wir haben Viertel ab zwei. War auf jeden Fall extrem geil. Also so, wie gesagt, Bruder, perfekt. Ja, kennt ihr das, wenn es auf dem Kopf einfach juckt? Ja, das Konzert war extrem, extrem geil. Eine 10 von 10 würde ich schon geben. Ich weiß nicht, ob das besser war oder das in Dresden. Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, auch euch haben die Konzerte auch schnell gefallen. Ich habe jetzt nicht so extrem viel gefilmt, weil ich ein bisschen das Konzert auch genießen wollte, aber ich habe ein bisschen was gefilmt natürlich. Ich muss leider auch ein bisschen aufpassen wegen dem Speicherplatz, weil ich nicht mehr so viel auf dem Handy habe. Deswegen war es ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich habe ich so viel wie möglich gefilmt und das muss eigentlich auch reichen. Und ich hoffe, euch hat der Vlog bis hierhin auch gefallen. Ich werde mich noch nicht komplett verabschieden, weil wir jetzt natürlich immer den Vlog noch ein bisschen in die Länge ziehen, damit wir noch die maximale Zeit rausholen. Ich werde euch nachher noch kurz zeigen, was ich mir geholt habe. Ich habe mir noch drei neue Shirts geholt, die ich extrem cool fand. Es gab zwar noch ein paar andere, aber die fand ich jetzt okay. Was ich schade fand, es gab das Event-Shirt nicht. Also irgendwie gab es das gar nicht. Gar nicht zu kaufen. Also ich habe ein paar Stände gefragt, die haben gesagt, wir haben das gar nicht erhalten. Perfekt. Muss los, Digi, muss los. Auf jeden Fall hier auch. Ihr kennt das ja noch von letzter Woche. Gut, ich werde euch jetzt kurz zeigen, was ich noch gekauft habe. Und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder. Also einmal habe ich dieses Shirt hier geholt. Dieses Shirt und dieses Shirt. Nicht wundern, ich filme in Weitwinkel, deswegen kann es ein bisschen komisch aussehen. Vielleicht mache ich ein bisschen näher. Das, ja, schwarz-weiß, hier ist noch so ein Muster, sieht man jetzt nicht so stark. Fand ich extrem cool. Dann hier schlicht schwarz-weiß, da auch schwarz. Also ich finde es einfach extrem schön und sexy irgendwie. Ich werde euch gleich noch die Rückseite zeigen. Einen Moment. So, hier ist nichts drauf. Hier haben wir die Tourdaten von Europa. Wie ich auch finde, extrem schlicht. Und hier haben wir auch die Tourdaten von Europa. Wie ich auch finde, extrem schlicht. Ja, ich fand die Shirts einfach cool, weil erstens kann man die sexy kombinieren. Ich bin ja einer, der sehr gerne auch mal was kombiniert. Also so schwarz-weiß. Nicht dieses extrem, du ziehst 20 Farben eigentlich an. Das habe ich nicht so gern. So schön leicht und die zwei schwarz-weißen, also das Backing Black und das, ja, wo Brian Dengens drauf sind. Die sind ja beide relativ schwarz-weiß, die kann man sehr gut kombinieren. Das mit den roten Details, das mit der Kanone, wie Saludio, kann man auch kann man auch gut kombinieren. Ich habe noch rote Schuhe und so, deswegen ist das relativ gut und schlicht. Und ja, ich finde die T-Shirts auf jeden Fall extrem cool. Klar, kostet natürlich Geld, das mit der Kanone, glaube ich, 60 gekostet, die anderen beiden 50. Ja, soll ich sie noch schnell anziehen? Ja, komm, wisst ihr was? Scheiß drauf, ich zieh sie noch schnell an. Wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, da seht ihr mich. Meine Haare sehen ein bisschen durcheinander aus, aber das ist auf jeden Fall das erste Shirt. Auf jeden Fall, was ich hier cool finde bei den Shirts, also ich hoffe mal, das ist bei allen so, der Kragen ist hier relativ schlicht. Das Shirt ist zwar ein bisschen klein geschnitten, also es ist okay, weil ich sehe nicht so fett darin aus, aber ich habe gern Oversize, auch wenn ich eigentlich fett bin, das heißt, es macht mich noch fetter. Aber grundsätzlich, es sieht cool aus. Wenn ich jetzt mal, oh, vielleicht sieht man es gut von hinten, ich hoffe es jetzt mal, ich habe da die Cam. Psch, ja, egal, auf jeden Fall. Ist das, dann werde ich euch noch, nachher gleich noch das nächste zeigen. Jo Leute, da seht ihr mich wieder und das ist das nächste. Das ist ein bisschen breiter, wie ihr seht. Auch hier der Kragen finde ich relativ entspannt. Das finde ich extrem gut bis jetzt, dass die Kragen nicht so. Ihr wisst ja, normalerweise sind die so gefühlt, wenn man riesen T-Shirts hat. Ich bin 1,90 groß, ich bin etwas breiter, wie man auch sieht. Deswegen habe ich gerne solche Dinge, aber hier ist immer extrem viel. Deswegen habe ich mir die auch geholt. Auch das finde ich extrem sexy. Klar, das hätte man vielleicht ein bisschen größer machen können. Es sieht jetzt ein bisschen leer aus. Also bis hierhin geht es. Also. Ja, aber grundsätzlich finde ich es cool, man kann es gut kombinieren. Dann werde ich noch versuchen, von hinten zu zeigen, wie es angezogen hat. Ich muss hier die Cam richtig halten. Ja, ich hoffe mal, man sieht es, aber finde ich auch extrem cool. Werde ich sicher auch ab und zu anziehen. Und dann zeige ich euch noch das Letzte. Jo Leute, da seht ihr mich nochmals. Und jetzt haben wir das Backing Black an. Auch das finde ich extrem schön. Das sieht
Auch, also es ist zwar auch nicht das Größte, es ist ein bisschen größer, aber auch nicht das Größte. Aber ich sage euch ehrlich, eigentlich fittet das bei mir schon gut, weil ich sehe nicht so extrem fett aus in den Sachen. Ich werde noch kurz von hinten zeigen, ich hoffe, man sieht es gut. Ich denke, man soll es gesehen haben. Also ich würde jetzt mal sagen, rein vom Tragekonform her, das mit Brian und Angus drauf, eins, das zwei und das andere drei. Tragekonsum. Optisch würde ich das hier auf die 1 machen. Fühlt sich auch gut an. Das Angus Brian auf die 2, das mit der Kanone auf die 3, weil das T-Shirt einen komischen Stoff hat, der fühlt sich ein bisschen komisch an Körper, das habe ich nicht so gern. Aber trotzdem, cooler T-Shirt. Und ja, wie gesagt, die habe ich jetzt geshoppt. Mashallah. Die werde ich definitiv auch ab und zu anziehen. Und ich werde mich dann nachher nochmals verabschieden. Jetzt werde ich mir noch einen gemütlichen machen, werde ich noch ein bisschen was schauen. Mal schauen, ob es morgen früh essen geht oder ob wir da einfach auf morgen essen scheißen. Ja, wir sehen uns dann irgendwann später nochmals beim Abschied. Jo, Freunde, was geht? Ich habe leider vergessen, mich noch zu verabschieden. Deswegen werde ich das heute Morgen nochmals machen. Ich hoffe, euch hat der Vlog bis hierhin gefallen. Ich würde mich sehr, sehr über Kritik freuen. Und dann würde ich jetzt auch das legendäre Outro machen. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, das würde mich mit freuen. Und ciao, euer einfach Janosch. Ciao.